FOD, FOD, FOD. Warum brauchst du eigentlich am PC schon wieder? Sollst du doch nicht. Hatte meine Mutter dir verboten. Sei still. 13. April 2002. Die Professoren sind beunruhigt. Einer sollte freiwillig gehen, um nachzusehen, was sich in der Mine befindet. Felix meldete sich freiwillig, um uns zu retten. FOD Hype. Es bleibt nur noch Duke, der Coole. Duke, der Coole, ja. Duke Newcomb und so. Aber wer weiß, wie lange seine Coolness noch andauert. Chris, der Hungernde. Ihm geht es immer schlecht. Das klingt wie so ein Titel. Chris, der Hungernde. Ihm geht es immer schlechter. Er hält nicht mehr lange durch. Udo, der Intelligente. Udo. Er scheint einen Plan zu basteln, der muss hier raus. Er bastelt einen Plan. Ah ja. Ah ja, hier ein Schnipselchen. Muss ich nochmal suchen. Hier irgendwo in der Höhle habe ich noch irgendwo ein Schnipsel gesehen. Hat sogar dieselbe Farbe gehabt. Nur mal zusammenhalten. Ja, das passt schon mal. Hinlegen. Alles schön. Jetzt hab ich hier insgesamt 300 Teile zusammengebastelt und mein Plan ist fast fertig. 5 Sekunden später. Rooster läuft einmal quer durch die Höhle, tritt mit beiden Hufen schön auf den Plan und alles verteilt sich wieder in der Höhle. Na Udo, ne, mit 66 Jahren, ne, da kannst du es nochmal probieren. Und als letztes beliebe noch ich. Ich weiß nicht, wie es Felix geht und du hast anscheinend auch keinen Namen. 14. April 2002. Ein Plan mit 21 Teilen. Die Professoren haben sich heute noch nicht blicken lassen. Es scheint irgendetwas passiert zu sein. So, dass ich dachte, da wäre eine 1 oder so. Hat Dr. Bram etwa alle getötet? Irgendwie kommt mir der Name Dr. Bram bekannt vor. Das ist der Typ, der dann später auch mal getötet wurde und dann wieder zurückgekommen ist. Der neidisch auf einen anderen Professor war, den getötet hat und dann selber getötet wurde und in die Hölle gekommen ist und aus der Hölle wieder rausgekommen ist und jetzt mit den Zombies wieder da war. Ah ja, okay. Ja. Das ist der Typ, ich glaube, das war's. Ich habe auch keinen Überblick über den Namen, weil es mir jetzt scheißegal ist. Ich habe nur eine grobe Story im Kopf. 15. April 2002. Chris ist tot. Vor lauter Hunger konnte er diesen Horror-Trip nicht überleben. Dieser Satz. Duke schlug vor, dass wir Chris nun essen könnten, da er tot ist. Aber ich fragte ihn, ob er wirklich ein Mensch ist. Dr. Bremsspur. Bremsspur, angeschaltet. Nur Zombies aus Horrorfilmen essen Menschen. Duke ist wirklich abartig. Oder Kannibalen. 16. April 2002. Duke macht ein Feuer. Oh, wie schlimm. Er hat wirklich vor, Chris zu braten und zu essen. Lecker. Udo schlug ebenfalls vor, etwas zu essen. Es sei besser, als zu verhungern. Ja, jetzt, wo der Plan nicht mehr da ist und überall die Schnitzel verteilt sind, kann er ja nicht mal mehr den Plan aufessen. Also, muss ja irgendwas sein. Aber der Gedanke, einen Menschen zu essen, ist wirklich abstoßend. Junge, wenn du wirklich Hunger leidest, und wir irgendjemand ein Stück Fleisch hätte und sagt, es wäre eine Ziege oder so. Das ist dir ab einem bestimmten Punkt scheißegal, weil da die Instinkte übernehmen. Ja, wirklich. Naja, 17. April 2002. Schreie, die Schreie von Felix. Es ist ihm wohl etwas zugestoßen. Udo schlug vor, dass einer von uns dreien nachsieht, was los ist. Duke meldet sich freiwillig. Dann hat er schon einen Doofen gefunden. Mit der Begründung, dass ich zu hungrig sei und Udo sich einen Plan überlegen müsse. Jetzt überlegen, es ist richtig. Ja, er hat ja keine Schnipsel mehr. Jetzt muss er nachdenken. Gegen er los. Viel Glück, Duke. Was im Instinkt, ihr versteht. Ja. Oh Mann. Das kam aus der Kulissen, die Schrift, ne? 18. April 2002. Es ist schon ein ganzer Tag vergangen und Duke ist noch nicht zurück. Ich fange auch schon an zu verhungern. Kann man anfangen zu verhungern? Wie geht das? Ob ich nun doch ein bisschen von Chris esse? Oh Mann. 19. April 2002. Was sagt eigentlich Skype? Ach, das ist nur die Labo-Konfi. Oh, ich hab Spaß mit Clayen.
Duke ist zurück und er hat Felix dabei. Ohne Arme, Beine, Gehirn. Er war tot. Ja. Was hat ihn nur so zugerichtet? 20. April 2002. Von fünf Leuten blieben nur noch Duke, Udo und ich. Ich habe Hunger. 21. April 2002. Ich habe nun doch von Chris und Felix gegessen. Gut durchgebraten schmeckt Mensch richtig gut. Ja, 21. April 2002. Udo sagt, er hat einen Plan. Wir müssen nur zusehen, dass wir in der Mine etwas Radioaktives finden, damit er eine Bombe daraus bauen könnte. Ja, MacGyver. Ja, Udo ist intelligent, er ist auch noch MacGyver. Oh Mann. Hier habe ich ein kleines Stückchen Radioaktivität und eine Schere. Ein Felsbrocken. Ein Felsbrocken. Bombe! Nein, den Felsbrocken, den müssen wir erst nur ab und zu in die richtige Form schleifen. Ja, dass das so eine runde Kugel ist. Da legen wir ein Stück Uran rein, ja, das pure Stück Uran. Dann nehmen wir nochmal ein Stück Stein. Ja, das schleifen wir auch nicht mal zu einer Kugel. Das ist radioaktives. Radioaktives. Er erklärte, er sei auch ein Wissenschaftler und könnte uns so herausholen. Noch so einer. 23. April 2002. Der Tag des Aufbruchs. Es sollte ein wenig radioaktives Zeug zu finden sein. Man hat mir gesagt, dass wir alle vier Hebel nach rechts umlegen müssen, ehe wir losgehen können. Warum nur? Hast du irgendwo einen Zettel? Oder haben wir irgendwo einen Zettel? Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen. Nein, wir müssen das genau aufschreiben. Das Spiel meint nämlich auch so. Wie Hebel nach rechts umlegen, ja, kann ich mir doch merken. Das kann ich mir aber nicht merken, deswegen schreibe ich es mir extra nochmal auf. Ich hab mir das doch nie. Warum sage ich eigentlich, dass ich mir das merken kann? Hast du noch die uralten Bilder von deinen Schwester, die dir gezeichnet haben? Das passt doch ganz gut. Da können wir doch ganz gut drauf zeichnen, oder? Drauf malen. Ja. Wenn du nichts dagegen hast. Was willst du denn jetzt malen? Vier Hebel, die nach rechts zeigen, oder was? Nein, das ist einfach nur aufschreiben. Aber irgendwo einen Stift? Nein. Doch irgendwann mal einen Stift hier. Ich hab einen Stift, hier. Das war schon. Ich hab schon gedacht, du greifst dir in die Hose. Kann man mit weißer Tinte schreiben. Oder mit gelber, je nachdem. Ich könnte natürlich mal auch ein Textdokument aufmachen, ne? Ach, scheiß drauf. So. Vier. Hebel in den Drachenkopf. Rechts! Ich kann das. Kannst du das eigentlich so eine Hinterstimme? Nee. Bravo! Bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. So, was sagt denn der Shit eigentlich? Also, vier Hebel nach links umlegen. Ja. So, warum nur? Wir gehen los. Ich hoffe, wir kommen wieder. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Menschen so grausam sein können. Oh, wie grausam. Kevin, du hast ein Problem. Mich würde es übrigens interessieren, was Felix so zugerichtet hat. Tja. Die beiden Restleichen sind also Chris und Felix. Halb gegessen, halb verwest, ekelerregend. Junge, ihr habt schon viel Schlimmeres gerade gesehen, Mann. Ich schätze, ich sollte das Innere der Mine meiden. Okay, da sind die also, die beiden. Mhm. Ich will noch kurz speichern. Immer aufs Handy, rufen wir die 112 an. Ich kann nur... Dann muss ich nach rechts drücken, glaube ich, genau. Walkie-talkie, ich kann nur die anderen anrufen. David, Jennifer, Steven, Professor Duxi, Sir Andrew, Nico, Dan, Daniel und Dominik. Ja, ruf mal Dominik an. Wer war Dominik nochmal? Keine Ahnung. Du bist also Kevin. Schön, dass es dir gut geht. Mhm. Was sagt David? Kevin, du lebst noch. Wo bist du? In einer Höhle? Ja. Da kann ich dir nicht helfen. Ich benutze dieses Feature sowieso nicht, weil es total Schwachsinn ist. So, also. Vier Hebel nach rechts, ne? Ja. Dann muss ich den ja auch noch umlegen. Ja, ja, so. Ein Hebel. Sag mal hier, nichts. Ja. Zwei Hebel.
Wo sind die anderen Hebel? Was hat dieses Map eigentlich für einen Sinn? Nur Spielzeitsteckung und ein Save Point. Jetzt kommt wieder Gameplay rein, das ist wieder eklig. Ich hasse Spiele, Trash-Spiele, die im Gameplay anfangen. Hä, hey, was? Und nu? Und nu, bitte? Es sind nur zwei Hebel da. Willst du mich verarschen? Ja, die mal oben. Nee. Ich bin gerade überlegen. Was soll ich hier machen? Der linke ist das rechts. Das ist weiter rechts. Passiert nichts. Ich soll wahrscheinlich hier rein oder so, aber und nur jetzt komme ich nicht weiter oder wie? Ich gucke mir gleich mal die Map an, glaube ich. Ja, ich gucke mir jetzt erstmal die Map an. Ja, kein Bock, das, ob das jetzt hier jetzt. So. Bam, 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 bam. Entschuldigung fürs Husten. So, dann jetzt hier. Ein bisschen breit ziehen. Breit. naja. So, jetzt müssen wir erstmal nachgucken. David, Kevin. Ah, der. Okay. nee, hier ist nix. Was ist das? Warum ist da ein, so ein Ding? Keine Ahnung. Hier ist ein Kopf, ich habe mich irgendwie niedergeschlagen. Genau, das war das. Höhle 1, Höhle 2. Aha. Achso, dann ist das Gitter weg. Ich arbeite doch lieber, glaube ich, mit Textdokument. Ich hatte doch irgendwo hier ein Textdokument gehabt, oder nicht? Minimieren, minimieren, minimieren. Hier. Ah, das war das. Ja, jetzt kann ich mir aufschreiben. Aufgeschrieben lassen, tun. Entschuldigung. Ja, wir haben zum Husten. ja, wenn du nimmst, glaube ich. 880 haben wir schon. Ach du Scheiße, wir haben schon so viele Switches. Tuten tun, das ist ein eine Anspielung an TrueMG, der sagt nämlich auch immer Tuten tun, wenn irgendwas in der Erdschreibung falsch ist. Das ist nämlich Tuten tun ist nämlich komplett falsch, einfach nur. Hülle 3, so. Hier haben wir Schalter, so. Der aktiviert Hebel 03. Und wo ist bitte... Das aktiviert Hebel 04. Und wo sind die anderen Hebel? Sag mal, willst du mich verarschen, Spiel? Ja, wow, und nu? Hier, die anderen Hebel sind in der Tür da. Wie oft ich in dieses Spiel eingreifen muss, dass hier was funktioniert. Ganz ehrlich. Alter, Walter, ich kriege noch einen zu viel. Bitte kein Vollbild. So, jetzt. Das ist normal, ey. Was postet ihr eigentlich gerade für ein Kack, Ende in die Lava kommt? Wie? Was zum Fick? ja. Also. Switch. Schlecht platziert ist, hat gewonnen. Naja. war's, ne? So. Hinter weg. Was soll ich irgendwas an der Statue machen oder wie? Mal gucken, die Statue habe ich noch gleich untersucht. Aha! Hier ist eigentlich deiner Schalter an der Statue. Ja.
Das sah auch total bescheuert aus, wie sich das...